Man kann Menschen besser beurteilen nach dem, was sie verschweigen, als nach dem, was sie sagen. Das ist der erste Hauptsatz der menschlichen Wärmelehre. Dieser Satz macht es nötig zu behaupten, es sei leicht, in dem, was ein Mensch sagt, das festzustellen, was er verschweigt. Und wenn man sich angewöhnt hat, den Text eines Menschen Wort für Wort als die Mitteilung eines verschwiegenen Textes zu verstehen, dann werden auch die fadesten oder banalsten Sätze dramatisch interessant. Und es sind gerade die farblosesten Routinephrasen, die dann die spannendsten Kehrseiten offenbaren. Also ist der zweite Satz der menschlichen Wärmelehre: Je farbloser ein Text, desto mehr hat er zu verbergen. Und was er zu verbergen hat, das zeigt er umso krasser, je mehr er es zu verbergen sucht. Auf mich angewendet heißt das natürlich auch: Mit allem, was ich sage, verschweige ich etwas. Und ich bin in dem, was ich verschweige, viel mehr enthalten als in dem, was ich sage. Wenn ich unter Leuten bin, muss ich denen oft verheimlichen, dass ich lieber nicht bei ihnen wäre, sondern woanders, ganz woanders. Jedes Wort, das ich hier sage, verheimlicht, was ich hier nicht sagen kann, aber woanders sagen möchte. Das ist die gewöhnliche Geheimhaltung. Und ich spüre, jeder und jede von den anderen wäre auch lieber woanders. Wir müssen voreinander verheimlichen, wo wir am liebsten wären. Oder wir müssen wortlos, grußlos voreinander davonrennen. Diese Erfahrung setzt voraus, dass wir nie sind, wo wir am liebsten wären. Unsere Höflichkeiten, unsere Angemessenheiten, unsere Verhaltenheiten sind Übersetzungen des Geheimgehaltenen, Übersetzungen des Ungesagten ins Sagbare. Der Geheimhaltung selber entspricht allenfalls das Selbstgespräch. Das Selbstgespräch ist allerdings für den erfahrenen Geheimhalter alles andere als eine offene Selbstbegegnung. Der dritte Satz der menschlichen Wärmelehre: Vor mir verberge ich mehr als vor anderen, aber anderes. Es geht dabei immer um das Gleiche. Unser allerinnerstes Motiv oder Thema oder Interesse bedienen wir mit einem unerschöpflichen, unendlichen Verheimlichungsaufwand. So kommen wir zum vierten Hauptsatz der menschlichen Wärmelehre: Jeder Mensch wird zum Dichter dadurch, dass er nicht sagen darf, was er sagen möchte. Jeder ist der, der am meisten verschweigt. Du weißt nicht andauernd, wie viel du verschweigst. Du hast das Gefühl eines großen Reichtums. Du kannst nicht andauernd zählen und wiegen, wie viel du birgst. Du spürst das Verschwiegene wie eine Kraft. Eines schönen Tages, denkst du, dann werdet ihr Augen machen. Aber du spürst das Verschwiegene auch als Gefahr. Es gibt die Angst, du könntest plötzlich das Verschwiegene nicht mehr zurückhalten. Es könnte aus dir herausstürzen, zu früh, jetzt schon, zur Unzeit. Das wäre das Ende, dein Ende. Es stürzte heraus vor den Zeugen, vor denen du es verschweigst. Öfter allerdings sucht dich die Vorstellung heim: Es wird nie herausstürzen aus dir. Du wirst es verschweigen bis zum Schluss. Schon im Auftauchen solcher Gedanken spürt man, dass man, was da kommen will, abblocken muss. Nichts darf deutlich werden. Schon beim marginalen Herumgeistern des Unerträglichen erfolgt von selbst, seemännisch gesprochen, das Kommando schottendicht, dermatologisch porendicht. Dieses, das Schlimme bis zur Unempfindbarkeit schwächen, nennt man seit Freud Verdrängen.
Er ahndet diese feinste Fähigkeit der Seele, sich vor Unerträglichem zu schützen. Wie auch sonst wertet er auch hier moralisch und erfindet Strafen, wenn wir nicht so reagieren, wie es ein viktorianisch-bürgerlicher Anstandskanon vorschreibt. Der fünfte Hauptsatz der menschlichen Wärmelehre, das Vergessen, die ideale Form der Geheimhaltung. Eine Einschränkung: Wenn man sich für einen Menschen interessiert, drängt es sich einem deutlicher auf, was in seinem Gesagten verschwiegen wird. Das größte Interesse für einen anderen nennt man Liebe. Wer liebt, entdeckt in dem, was der oder die Geliebte sagt, am meisten Verschwiegenes. Bekanntestes Beispiel: Eifersucht. Der Eifersüchtige ist der Entdecker schlechthin. Er sieht in allem etwas, in allem Erscheinenden, Gesagten, Geäußerten, sieht er den Subtext, die Kehrseite, das Verschwiegene als Verheimlichtes. Und im Grund ist die Eifersucht unser Verhältnis zur Welt überhaupt. Auf jeden Fall zu allem in der Welt, woran wir interessiert sind. Das wird nur verstehen, wer die Welt liebt, wer sie mehr liebt, als sie geliebt werden sollte. Der sechste Hauptsatz der menschlichen Wärmelehre: Wir unterscheiden uns durch das, was wir verschweigen, weniger voneinander, als durch das, was wir sagen. Das hieße, wir verschweigen alle das Gleiche. Nicht stofflich, nicht konkret, sondern motivisch, thematisch, lebensbezogen. Und das Verhältnis von Gesagtem und Ungesagtem ist nicht das von Lüge und Wahrheit. Das Verschwiegene ist nicht das Gegenteil des Gesagten. Das Verschwiegene ist nicht das lichtscheue, entlarvte, ertappte, überführte. Das Verschwiegene ist auch und, hoffe ich, vor allem das Ununterwerfbare, das Fassungslose, das Übermütige, das Schwermütige, das Verzweifelte, das Verletzte, das Traumsüchtige, Weltflüchtige, Weltgierige, das auf keinen Nenner zu bringende, das jeden Begriff sprengende, das Lebensverfallene, also das Sehnsuchtskranke, beziehungsweise das Eigentliche, also der Reichtum schlechthin. Heißt also der siebte Hauptsatz der menschlichen Wärmelehre: Das Verschwiegene ist der Reichtum, für den lebenslänglich nach einer Währung gesucht wird. Aber das kennt ja jeder, oder?